Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen auf unserem Kanal. Heute wieder ein Ersteindruck von einem Horde-Survival-Game. Das liebt ihr ja alle so sehr. Heute mal was Neues, und zwar Bio-Prototype. Wir haben halt... Oh, die Mucke ist übel laut. Holy shit. Wir haben halt sehr viele verschiedene Games dieser Art schon gespielt. Na, Brotato und Vampire Survivors. Bounty of One. Und wie sie nicht alle heißen. Und das Game ist ein bisschen komisch. Es kostet nur 3 Euro, ist ein absoluter Schnapper. Wir gehen mal rein, es gibt viele Charaktere zum Freischalten, wohlgemerkt. Und verschiedene Gefahrenstufen. Ich habe jetzt hier die erste Gefahr so ein bisschen gespielt. Und ihr werdet gleich sehen, was daran besonders ist. Erstmal, wie gesagt, es ist super unscheinbar, kostet 3 Euro. Wir fangen an, wir schießen automatisch, wir spielen also nur mit WASD. Und werden dann entsprechend dann noch mit der Maus später noch Sachen auswählen. Wir müssen nicht zielen oder sowas. Na, das läuft ja alles vollautomatisch. Und jetzt gibt es den Reward. So. Und jetzt wird es schon so ein kleines bisschen verrückt. Ein kleines bisschen gestört. Das bedeutet, wir können hier mutieren. Okay, das ist ein bisschen complicated. Wir nehmen mal den Nerf. Und wir nehmen mal die Tentakel. Jetzt haben wir hier drei Sachen. Wir können entweder Dinge kultivieren. Dazu brauchen wir aber diese Punkte hier. Da kann ich also noch gar nichts machen. Wir können hier Sachen testen. Na, das ist eine Test-Chamber. Und dann können wir hier mutieren. Das heißt, zwischen den Runs kann man tatsächlich den Versuch wagen, ein paar Sachen umzustellen, die einem vielleicht nicht gefallen. Das bedeutet, hier ist unser Brain. Ich weiß nicht, ob wir dann später auch noch die andere Gehirnhälfte nutzen können. Fakt ist, dass wir hier damit anfangen, dass wir hier eine Spine haben. Die sorgt dafür, dass wir zum Beispiel feuern. Ja, das bedeutet ja, die hat eine gewisse Frequenz, eine gewisse Effektivität. Und sie mag es, wenn entweder Tentacles daneben sind, eine Limb, ein Arm oder sowas. Ne, ein Gland oder ein Offspring. Ich habe tatsächlich noch nichts hier getestet. Ne, oder ein bisschen Sachen habe ich schon getestet. Ich weiß aber, dass der hier als nächstes eine Nerf Spine oder eine Cloaca will. Cochlea, Cloaca. Na, das heißt, wir können hier einen Nerv dran ballern und der Nerv selber kann als nächstes noch einen Tentacle quasi verarbeiten. Und das führt jetzt dazu, dass unsere Waffen sich quasi ändern. Na, wir haben jetzt, glaube ich, eine andere Frequenz oder wir können jetzt, glaube ich, durchschießen. Wir haben diesen Split. Seht ihr das? Das bedeutet, wir haben jetzt hier den zweiten Tentacle dran gemacht, der zu einem Split führt, ne, sobald wir hier ein Last Hit machen. Und das Gestörte ist, dass man das Ganze jetzt nun absolut wild miteinander kombinieren kann. Ich weiß auch, ich habe auch noch nicht ganz rausgekriegt, warum das so ist. Also, man muss hier tatsächlich anscheinend viel lesen. Ganz große Schwäche von mir natürlich, werde ich selbstverständlich nicht machen. Na, wer liest, hatte die Kontrolle über sein Leben verloren. So, dann haben wir hier quasi so eine Art Ende auch. Das heißt, wir können den Nerv eines Boxers nehmen. Wir können aber auch hier so ein Short Attack Range Ding nehmen. Mag ich aber nicht. Also ich würde schon gerne auf Reichweite so ein bisschen setzen. Nehmen also das und das ist auch so ein bisschen beendend. Und wir nehmen dann halt so eine Spine von einem Mammut. So, also das heißt, wir können ja theoretisch noch weiter spinen. Na, und hier dann später noch einen Nerv dran machen. So, not enough duration. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, was mehr oder weniger passiert. Also wir haben das Ding und das Ding. Ne? Der macht 9 Schaden, der pierst durch 2. Der pierst durch 3. Jetzt weiß ich nicht, welcher von beiden quasi aktiviert wird oder ob die quasi durchgehend aktiviert werden. Hier wird natürlich nochmal die Effektivität und so weiter erhöht. Also es ist schon für mich wild. Ja, ich habe tatsächlich nicht wirklich Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Wir werden übrigens nach jeder Runde geheilt. Also wir müssen hier nicht super, super krass leiden oder sowas. So, bisher, seht ihr schon, manchmal kommen, ich verstehe nicht, wann diese Triple Shots kommen und wann nicht. Na, das ist so ein kleines bisschen für mich noch neu. Movement Speed wird, glaube ich, erst später ein Thema sein. Also bei der Charakter-Auswahl steht quasi dann auch da, wie viel Movement Speed der hat. Ich gehe mal davon aus, dass es dann entsprechend auch Blob Focused ist oder sowas, ne? Also wie gesagt, mir geht es ja darum, Horde Survival Games haben schon viele gesehen. Ich inte hier gerade des Todes, ne? Aber keine Sorge, wir werden in jeder Runde geheilt. Und für mich ist dann natürlich entscheidend, okay, was macht das Game anders? Okay, was ist der Plan dieses Games? Ich weiß nicht, ob ich hier schon refreshen möchte. Der Schakal hat auf jeden Fall einen sehr geringen Cooldown.
kriegen hier nur Spines. Ich refresh mal einmal. Ja, wir nehmen jetzt hier das Ding. Und dann haben wir noch ein Tentacle. Tentacle of a Pooper. Of the Pooper. The Pooper nehmen wir einfach mal. Das Culture-Ding würde ich auch mal Ja, wir sollten erst die anderen Sachen erhöhen, merke ich gerade. Okay. Später hat man übrigens die Möglichkeit, es gibt ja dann so andere Spine-Formen, will ich mal sagen. Ihr könnt doch hier sehen, was hier quasi reinpasst. Das heißt, wir können jetzt den machen, aber der beendet den Bums so ein bisschen. Das heißt, wir wollen hier theoretisch mit einer Spine noch arbeiten. Ich würde das Ding ja noch haben wollen und dann schließen wir. Mit was schließen wir da? Fires Whirly Projectiles, wenn active. Oder Fires Repeatedly. Ja, Repeatedly finde ich eigentlich ganz geil. Wir testen das Ding. Das Ding ist eine Art Finisher. Und später kann man hier noch die Wege verzwaggeln. Man braucht aber quasi eine neue Art von Spine. I guess. So, das heißt, wir battlen uns jetzt. Das sieht jetzt wieder unscheinbar aus, aber ihr seht schon, die Frequenz ist ein kleines bisschen krasser. Wir haben auch mehr Bounces, I guess. Na, also wie gesagt, so richtig verstehe ich noch nicht, was die Endkonsequenz mehr oder weniger ist von diesem Aufbau, den ich da mehr oder weniger betreibe. Na, oder diesen Zusammenschluss. Ich hatte schon Sachen gehabt, wo ich einmal reingeschossen habe und dann halt 7 Milliarden getötet, so wie jetzt so ein bisschen. Na, also so ein gewisser Splash-Effekt ist dann auf jeden Fall da. Und das finde ich erstmal grundsätzlich eine coole Idee. Also es ist immer noch Wave-based, was irgendwie nice ist. Und man will natürlich aus der Wave das Bestmögliche rausholen. Ich hätte hier natürlich gerne so Sachen, wo ich ein bisschen krasser einsammeln kann. Also das wäre tatsächlich nicht schlecht. Der Grund übrigens, warum ich mal wieder nach rechts schaue, ist so, dass der Ton halbwegs ordentlich ist. Das kann ich ja manchmal schwer einschätzen. So, dann haben wir hier Spining Projectile. Na, das Ding natürlich auch nicht schlecht. Wir haben leider kein verbessertes. Hier steht so Vessels. Seht ihr, dass das hier Vessels da sind? Wir brauchen so eine mit zwei. Na, das wäre nicht schlecht. Das heißt, wir können das jetzt hier rausmachen und stattdessen den hier spielen. So, und jetzt könnten wir quasi, wenn dann, nur noch Sachen ersetzen. Das heißt, wir haben den hier. Vine of a Raptor. Der gibt hier mehr Effektivität. Oh, die ist aber sehr hoch. Ich kann tatsächlich die Rarity hier überhaupt nicht einschätzen. Na, ob das halt so viel besser ist oder nicht. So, jetzt können wir theoretisch den hier auch benutzen. Der Trace Targets automatisch. Wir tauschen das mal so. Und gucken, was da jetzt so ein bisschen passiert. Ich brauche tatsächlich so einen Splitter. Siehst du, jetzt fängt er an, sowas zu machen. Na, das heißt, der Base. Das ist jetzt quasi dieses automatische Schussding. Ah, siehst du, der nimmt immer die erste Waffe anscheinend. Und dann aktivieren sich nach und nach alle anderen Waffen. Ich glaube, so funktioniert es. Na, das heißt, wir haben jetzt hier Auto-Tracing. Was tatsächlich hier sehr gut zielt, muss ich sagen. So, und dann splittet das dann, wie es quasi auch beschrieben ist, anscheinend in mehrere Teile. Also die Grundidee auf jeden Fall sehr, sehr cute. Wir versuchen jetzt mal auch eiskalt ein bisschen konzentriert zu bleiben und dann tatsächlich mal Welle 10 zu erreichen, weil ich kann euch noch nicht mal sagen, ob es hier Bosse gibt, ne? Wir haben jetzt hier auf jeden Fall so einen Teil da gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt eingesammelt oder so stört. Ja, auf jeden Fall droppen die hier etwas Größeres. Es macht mich bloß traurig, dass hier noch so viele übrig sind. Ne? Ihr seht, es gibt so eine Art Überlagerung. Links unten könnt ihr ja meine Erfahrung sehen. Und gleichzeitig auch, wie viel Flask ich quasi nicht eingesammelt habe. So, guck mal. Ist der hier besser? Ja, wir können den einfach so nehmen. So, jetzt haben wir hier wieder die Nervensachen. Den finde ich ganz cool. Das heißt, der Wurm. Den machen wir mal dahin. Und dann, ja, dann ist die Frage. Haben die... die haben tatsächlich riesige Unterschiede. Wait. Na, der macht 49 Schaden. Liegt das am dem hier? Ah, nee, hier ist die Effektivität höher. Not enough duration. Cannot swap. Der kann das auch nicht. Ja, also für mich sind noch ein paar Sachen hier so ein bisschen sus, aber das gefällt mir, ja. Das Ding gefällt mir auf jeden Fall. Die hier sind so ein bisschen beendend. Wobei der, guck mal, der kann weitermachen.
Den kann man tatsächlich auch hier einfügen. So, okay. Ja, dann schauen wir mal. Weil theoretisch müssten jetzt diese Twirly... Ja, genau, jetzt kommen hier diese Boomerang-artigen Dinger. Alter. Alter, was passiert? Ja, ihr seht schon, also ich habe tatsächlich noch nicht alles raus. Anscheinend muss ich die quasi wirklich sinnvoll aufeinander aufbauen. Dass wenn die einen Kill machen, führt das anscheinend dazu, dass das nächste aktiviert wird. Und das wiederum führt zu der nächsten Aktivierung. Also man kann das anscheinend sehr, sehr kreativ sein. Oder man muss halt Giga-Okta schlau sein. Das ist, glaube ich, das Ding. Aber um schlau zu sein, muss ich jetzt natürlich auch mal hervorheben, muss man Dinge natürlich erstmal verstehen. Da hinten ist wieder eine richtige Party. Hier versuchen wir alles gut, wie es geht, einzusammeln. Aua, das war dumm. So, guck mal. Also das hier sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Die Map ist tatsächlich begrenzt, also irgendwann sind dann unten wirklich Walls, wo ich dann nicht mehr weiter kann. Und die Dinge da rasten aber gut aus. Also, puh. Ich nehme das einfach mal. Wir haben immer noch keine verbesserten Spines. Keine Split-Spines, will ich mal sagen. Das ist ein bisschen doof. Wahrscheinlich muss man dann... Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass man für die rollen muss. Ich weiß jetzt nicht, ob hier... Wir machen mal ein bisschen HP mehr. Und noch ein bisschen Movement-Speed mehr. Keine Ahnung, ob das großartig etwas bringt. Ich brauche, wie gesagt, so einen Splitter. Ich weiß, dass es... Ich habe das schon gesehen... Ich weiß, dass es so eine Art Splitter gibt. Aber den habe ich hier noch nicht. Wir testen einfach mal weiter. Ich nehme einen Schluck Kaffee, weil ich mir das hart verdient habe. So. So, seht ihr das? Also das sieht doch gut aus. Dieses Rumgespinne gefällt mir. Ich kann leider natürlich die HP-Zahl der Gegner nicht einschätzen. Wir werden noch gucken, ob die Tankiness da oben, die ich mir quasi erkauft habe, ob die einen Einfluss hat oder ob man sich das jedes Mal neu holt. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr hoch, dass man sich das immer wieder neu kaufen muss. Na, aber vielleicht irre ich mich ja auch. So, wir sind hier Wave 7. Da wird ordentlich durchrotiert. Also, wenn diese Rotation stattfindet, dann kriege ich hier tatsächlich einiges an Stats. Fast verlaufen. Fast verlaufen. Aber wir haben es gut gelöst. So, unser Single-Target-Damage ist dann natürlich wahrscheinlich relativ schlecht. Weil es sieht schon so aus, als wenn ich das über die Last-Hits hier machen muss. Ja. Ja, das sieht so mittel aus bisher. Aber das ist okay. Also, Surviven geht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich werde hier aktuell nicht hart surrounded oder so. Ich glaube, diese 15% Movement Speed macht schon sehr viel aus. Das ist er. Hat man jetzt vielleicht nicht gesehen. Wir refreshen das mal ganz kurz. Short Range Cannon. Nee, das wollen wir nicht. Machen wir noch hier so Spine. Und das hier. Aha, guck mal, jetzt wird's wild. Okay, jetzt wird's wild. Jetzt haben wir nämlich eine verbesserte Spine bekommen. Na, das heißt, wir haben hier diese Standard-Spine, Spine of the Fox. Wir nehmen aber das Ding. Boom, siehst du? Und jetzt haben wir quasi einen komplett neuen Weg aufgemacht. Und da bin ich mal gespannt, ob ich auch bei dem neuen Weg... Oh, we need more capacity. Wie kriege ich denn Capacity? Brain Capacity. Oh, das ist aber teuer. Oh, Brain Capacity ist aber fucking teuer. Na gut, aber wir haben so ein Ding. Das ist ja schon mal grundsätzlich nicht schlecht. Das ist ja schon mal grundsätzlich gar nicht so bad. Okay. Ja, wir müssen die Gehirnkapazität erhöhen.
Das ist natürlich etwas, womit ich absolut kein Problem habe. So, guck mal. Jetzt haben wir hier quasi... Warte mal. Okay, seht ihr das? Ich habe jetzt illegalen Damage. Aber meine Frequenz ist ja toxic bad. Meine Schussfrequenz. Oh, das ist nicht gut. Weil die Dinger sind ja anscheinend hyperfast. Okay, da habe ich auch wieder was gelernt. Ich muss mir das nochmal genau durchlesen, was da diese Dual Spine gemacht hat. Weil das ist ja offensichtlich ein heftiger Nachteil. Also natürlich schön viel Schaden zu machen, aber das geht ja nur, wenn der Pierce bei 99% ist oder so. Wenn ich hier einfach nur einmal reinschießen muss. Jetzt schießt ja nur alle 10 Sekunden. Oh, was natürlich sehr niedrig ist. Und wir haben 4 für HP ausgegeben. Also das werden wir auch noch changen. Aber die Idee ist geil. Also die gefällt mir tatsächlich sehr. Das ist halt so ein Game, wo man so ein bisschen erstmal reinkommen muss. Vor allen Dingen, weil man es hier tatsächlich ja anders angeht. Also ist ja nicht umsonst ein ganz großes Gehirn. Ja, weil du brauchst ja anscheinend auch dringend eins. Um hier eigentlich zu peilen, was zur Hölle ich eigentlich mache. Na, wenn das jemand so zuschaut, würde man denken, what the hell is happening? Aber in Wirklichkeit ist es einfach nur... Also einfach nur schlimm. So. Fires Project. Guck mal hier, Vessels. Er hat auch 2 Vessels. Duration 1 second, projectile speed. Ja, das ist egal. Okay, den nehmen wir. Ja, wir müssen dann sofort das Gehirnding verbessern. Guck mal, das ist auch ein Tentacle. Okay, weil hier, seht ihr das, Frequency ist übel niedrig. Das ist das Problem. Die Frequenz ist terrible. Wir nehmen jetzt, also wir müssen es nochmal neu bauen. Hier, wir können jetzt das Ding, glaube ich, so nehmen, ne? Warte mal, was ist das hier? Oh, das ist geil, wir können es direkt dran machen. So, pass auf. Jetzt können wir das so splitten, theoretisch. Boom. Oh, das ist aber toll. Weil das Ding hat viel zu hohen Cooldown. Also der Split ist natürlich nice. Vor allem, wenn ich nochmal splitte. Wir splitten mal nochmal. Und dann brauche ich mehr... Ah. Ja, dann würde ich am liebsten neu starten. Ja, weil hier muss ich jetzt so ein anderes Ding einfügen. Hier brauche ich jetzt wieder einen Nerv. Das ist ja kacke. Ja, dann mache ich den. Aber das bringt ja halt auch nichts. Und der kann nur die Effektivität erhöhen. Oh, das ist aber schön. Das macht aber schon heftig Spaß. Also, wir haben jetzt hier die Frequenz quasi erhöht. Ne? Wir haben jetzt hier nicht wieder 10 Milliarden Damage. Sondern es ist weniger. Das ist natürlich die Frage, wie oft man dann was will und wie oft dann das nächste dann danach kommt. Also ihr seht schon, wenn die anfangen da ihre Spin-Moves zu machen, dann passiert da auch was. Aber solange nicht die Spin-Moves dahin kommen, töte ich da ja basically niemanden. Die Musik ist auch so dieses din, din, din. Das muss ich sofort an Loop Hero denken. Aber instant, Leute. So, das heißt, wir gehen jetzt hier einmal durch, weil diese Spin-Dinger kriegen tatsächlich Leute tot. Jetzt habe ich natürlich große Angst, dass es hier darum geht, später einen Boss zu vernichten. Und wir werden auch alles auf Brain Capacity setzen müssen. Weil wir kriegen ja tatsächlich sehr viel. Ich weiß nicht, ob ich die einfach dann verkaufen kann. Vielleicht ist das irgendwie... Vielleicht muss ich die Taste finden. Dass ich die Sachen verkaufe, dann bekomme ich dieses Mutationsmaterial. Und im besten Fall würde es einfach für die nächste Runde genommen. Wir testen das jetzt einfach mal. Ich habe jetzt nur noch 10 Minuten Zeit, danach muss ich zum Meeting. Ja, aber vielleicht klappt das ja. Vielleicht schaffe ich das. Aber die Idee ist, also die ist schon sehr gut.
Ich weiß bloß nicht, was das hier bedeutet. Wobei, nee, ich weiß, was es bedeutet. Wait, habt ihr das gesehen? Das Ding ist legendary. Jetzt verstehe ich's. Das Ding ist legendär hier. Wir müssen so machen. So. Wir müssen über die Effektivität kommen. Richtig? Deswegen sind die sehen zwar golden aus, aber das Ding ist auch scheiße. Weil wir könnten jetzt theoretisch... Oh, die Attack Speed ist so niedrig, ne? Und der schießt doch jetzt schnell. Pass auf, ich muss jetzt mal das Ding verstehen. Also ich glaube, dass ich es verstehe. Ich bin mir sehr sicher, dass ich es begreife. Weil jetzt machen wir... einfach übel viel Waffen dran. Aber ja, 9 ist tatsächlich schlimm. Weil hier was dran zu machen, bringt ja offensichtlich nichts, oder? Das bringt jetzt ja nichts. Aber jetzt müsste ich ja der übelste Waffen-Larry sein, oder? Richtig? Ich meine, hier ist die Effektivität extrem hoch. Aber die Attack Speed. Ja, wir testen mal so. Guck mal, Attack Speed ist hoch. Aber was passiert dann? Kommt da was raus? Also sind die anderen Waffen aktiv oder nicht? Erst wenn einer stirbt, sind die aktiv. Kann das sein? Richtig? Hab ich's begriffen? Warning. Oh, wow. Oh, ich werde hier richtig gekockblockt. Oh, da ist ja gar kein Stich. Defeat. Okay, wir gucken uns das jetzt noch ganz kurz nochmal an. Okay, ich habe ein neues Organ. Ah, wir müssen das alles nochmal neu machen. Okay, dann habe ich es jetzt ein bisschen begriffen. Wir testen das mal nochmal schnell. Ich habe leider keine Zeit, weil ich dann leider ein Meeting habe. Es war dumm von mir. Aber bisher sehr gut. Ich habe jetzt bloß nicht verstanden, warum das nicht eskaliert ist. Ich habe die Eskalation nicht begriffen. Activate the right side organ periodically. Ja. Activate the right side organ periodically. Ja, genau. So. Jetzt habe ich hier natürlich kein weiteres Organ, ne? Wenn man kein Organ hittet, geht das nicht. So. Das schießt aber ganz schön random, du. So, das ist mir zu random. Wir müssen das schon mit Gigabrain spielen. Da sollen schon möglichst viele draufgehen. Und ich muss sagen, die hohe Schussfrequenz, also man muss das ja wahrscheinlich dann ausrechnen. Wir nehmen mal hier ein so ein Ding mit und noch so ein Ding. So, also. Fires Projectile. Right side combat, genau, Spine. Jetzt kann ich hier einen Tentacle hinmachen. Und nach dem kann ich einen Spine machen und noch eins. So, und jetzt würde ich gern wissen... Können die swappen? Ob das geht? Oha, seht ihr?
wir das vorher auch schon so sein müssen? Oder habe ich das jetzt irgendwie passender gemacht? Leute, habe ich das jetzt einfach besser gemacht? Habe ich das jetzt einfach besser gemacht? Na, die Dinger rotieren da unten immer noch. Die schießen ja... Also, das ist ja crazy. So. Jetzt haben wir nochmal die Nerfs. So, warte mal. Die Nerfs. Die Nerfs steht hier. Activate the right side while on the left side. Warte mal. Activates the right side organ while the left side organ hits any target. Ah! Warte mal, wenn das jetzt also was trifft, dann wird das aktiviert. Habe ich das richtig verstanden? Richtig? Okay. Also das muss ich jetzt verstehen, Leute. Scheiße, noch 4 Minuten. Oh, diese Kack-Meetings. Scheiße, ich muss jetzt aufhören. Ich muss anfangen zu gucken hier. Aber das sieht doch gut aus. Jetzt nehme ich dir natürlich die Spannung weg, weil zum ersten Mal spiele ich gut und dann Anti-Belohnung. Ich möchte den fertig machen. Wir müssen die Brain Capacity auch erhöhen, damit da noch mehr geht. So. Die Brain Capacity. Guck mal hier. Wie machen wir noch das Ding? Limb machen wir nicht. So, jetzt machen wir ganz kurz. Ah, 400. Unlucky. Okay, ja, dann machen wir hier irgend so ein Schnäppchen. Einmal Brain, ne? Einmal Brain und einmal Movement Speed. So. Okay, also hier ist jetzt, hier kann ich jetzt nicht mal was machen, ne? Ich könnte jetzt sagen, ich mache das jetzt hier. Weil das einfach alles besser kann. Und das ist ein Split. Aber der Split bringt mir ja noch nichts. Okay. Scheiße. Oh, das sieht so gut aus. Das Problem ist, nach dem Meeting muss ich meine Kinder zum Sport fahren. Aber ich könnte die Aufnahmen auch pausieren. Ja, wir machen das so. Ich pausiere die Aufnahme einfach. Wir machen jetzt die Wave noch zu Ende. Dann pausiere ich die Aufnahme und ihr merkt basically nichts. Alter, wieso passiert hier nichts? Wait, wieso wird das jetzt nicht aktiviert? Guck mal. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Doch, jetzt geht's ja. Das verstehe ich nicht. Warte mal, das hat doch gerade übel rumgefeuert. Das hat doch gerade übel rumgezwackelt und rumgezwiebelt. Na gut, Leute, wir machen kurze Aufnahmepause und dann, also ihr werdet hoffentlich davon nichts merken. So, geht weiter. Meeting war gut. Gehirn ist bereit, let's go. So. So, jetzt haben wir hier wieder diese Spin-Moves. Die Frage ist, klappt das jetzt? Muss das hier snowboarden? Leute. Weil wenn die ganze Zeit aktiviert werden wegen den Kills, dann ist ja geil. Aber vor uns war der ganz schön faul. Warum war der so faul? Woher kommt die Laziness? Guck mal, jetzt geht's wieder los. Seht ihr? Was ist jetzt los? Wer macht das von euch? Wer von euch macht hier zuerst Spaß und dann ist Spaß weg? Das geht doch nicht. So.
Da hinten ist auch noch ein bisschen Action. Vielleicht darf man nirgendwo hinschießen. Mal hier, es muss so sein. Es darf nicht treffen. What? Hat das was mit Reichweite zu tun? Nee. Ich begreif's nicht. Was ist das hier? Firing a self-surrounding projectile when activated. Self-surrounding. Das klingt ja auch schön. So, Gehirn-Capacity. Boom. Verbessert. Okay. Also jetzt können wir das hier machen. Guck mal. Das sieht das doch gut. Battle. Oh, da. Da fliegt ein... Warte mal, wo fliegt denn das hin? Leute. Wie weit außen ist denn das? Ja, also es ist für mich immer noch schwer. Also wenn ihr da Tipps habt, wenn ihr da eine Anleitung... Oh mein Gott, ich übersteuere übelste Sorte. Halt. Au. Oh, warte mal. So, es tut mir leid. Das liegt an Teams. Wir wollen Teams. Teams verstellt immer meinen ganzen Ton. Obwohl es das nicht darf. Ich weiß, ich habe diese Windows Don't Touch Funktion drin. So, wir müssen jetzt hier einmal außen rum, leider. Damit ich hier an mein Zeug ankomme. So, ich habe es mir ja hart erarbeitet. So. Aber wo kommen die Spin-Moves her? Vielleicht steht auch extra da, wenn es nicht trifft. Vielleicht habe ich es überlesen. Vielleicht heißt es ja freier Schuss into nothing. Ein freier Schuss into nothing führt zu Super Space Super Rotation. Seht ihr das? Da muss ich einfach ganz weit weg. Und da ist wieder der Superhead. Schadenswerte sind auch relativ gering alle, ne? Das heißt, man kann da gut mit arbeiten. So. Fires multiple sector in a circle, then activate. Ja, wenn activate. Ist doch gut. Oder nicht? So. Okay, jemand ist Spine. Spine activate, aber ich will eigentlich so ein Nerf-Ding haben. Ich will, dass die alle genervt sind. So. Vielleicht von Anfang an so hier lieber. Mal so. Und dann... Dann das. Und das wird gespin-moved von dem. Oder? Weil das wird dann hier aktiviert jede Sekunde. Okay? Ja. Ich verstehe es nicht. Aber sieht gut aus. Ich habe da irgend so einen Kreiselwussel. Leute, was mache ich eigentlich? Leute, warum ist das so? Guck mal, wie das hier spin-moved. Aber sieht doch gut aus. Jede Sekunde kommt ein super starker, krittender Super-Spin-Move. Vielleicht funktioniert es ja auch nicht. Vielleicht ist ja auch buggt. Aber dafür, dass es buggt ist, mache ich das hier sehr gut. Boah, das zählt nicht. Wir müssen wahrscheinlich einmal Movement Speed. Ah, nee, einmal Movement Speed habe ich schon genommen, oder? So, bum. Ja. Jetzt sieht das gut aus. Jetzt kommen da 100.000 Explosionen. Ja, hier dieses. Ja, ich mach das gut. Wie immer, Maxi Markov, Ahnung, ja. Und je mehr kommen, desto mehr können ja auch sterben. Und je mehr sterben können, desto mehr Schaden mache ich auch. Die Amöben sind aber schnell, ey. Diese Quallenamöben. Aquöben. So. Ich sammle hier übel viel von der Scheiße ein. Doch. Also, aua, okay, das war unlucky. Aber zählt. Zählt nicht. Oh, schon wieder rein. Leute, hört auf. Jetzt muss ich aufpassen. Also noch 3 Sekunden, ne? Ist quasi unlosbar. Loot. Also, okay. Oh, warte, wait. Das ist golden. Guck mal, 300. Das ist eine super Spine. Aber das ist ein Tentacle of the Beetle. Oh, hier ist noch ein super Spine.
das nehmen wir auch noch. Okay, jetzt geht's los. Wir nehmen jetzt das hier. Okay, das hier ist super gut. Okay, das ist golden. So, dann machen wir nochmal Brain Capacity. Cell Duplicate Chance. What? Critical Strike Chance. Base Damage. Okay, ja, das wird alles später. My Organs. Ich kann auch noch Sachen löschen. So, das Problem ist aber, dass wir eigentlich einen Splitter hier brauchen. Hier brauchen wir einen Splitter. Ja, wir machen jetzt so. Wir splitten das hier. Und dann machen wir hier noch den. Und der kann sogar noch weitermachen. Wait, da kann ich aber auch so machen, ne? Das ist so besser. Aber hier steht da Effektivität. So, warte mal, der macht mehr Schaden, oder? Der macht 10. Ja, wir müssen tauschen. Du spinnst so. Ich weiß, warum er spinnt. Gut, dass der das aufhebt. Bei ihm ist es zu Ende. Deswegen ist der besser. Okay, so muss es funktionieren. Battle. Guck dir mal die Frequenz an. Look at the speed. Ja, doch, doch, doch. Hier passieren Sachen. Ich weiß nicht genau, was passiert. Das Ding ist halt, ich muss halt lächerlich viel Schaden machen können. Weil sonst schaffe ich ja den Boss nicht. Weil das Problem am Boss ist ja, dass ja der Bereich so klein wird. Leute, was mache ich denn, wenn der Bereich so klein wird? So. Weil dieses Spin-Move-Ding ist ganz nice. Aber guck mal, ich krieg den ja hier nicht mal tot. Ich mache die ganze Damage. Guck mal, ich mache immer noch Damage. Hey, can you die? Jetzt. Oh, das hat ja übel lange gedauert. Wir sammeln jetzt hier noch so viel, wie es geht ein. Wir werden die auch alle verkaufen, tatsächlich, um dann die anderen Stats noch zu machen. Ich habe das schon gesehen, dass ich da andere Stats noch machen kann. So. Okay. Dann ist das Spiel aber übel schwer. Weil es bringt ja nichts, wenn ich mich auch gut verstecke oder sowas. Oder einfach nur wie bei Brotato einfach wegrenne. Weil wenn der Bereich kleiner wird, dann muss ich den ja übel schnell töten. Ihr seht ja das jetzt mit dem Töten, das ist so eher so mittel. Oder ich verstehe das einfach falsch. So. Limb of a Giant. So, das ist eine Short Range Attack. So, der hier ist auch eine Tentacle. Okay, also wir haben hier eine bessere Variante von dem, ne? Das ist eine... ich kann auch weiter. Ich kann auch weitermachen. So, dann müssen wir, machen wir vielleicht so hier. Und dann noch das zum Schluss. Vielleicht ist das gut. So, und der hier ist auch heftig. Oh, das ist aber ein Ende. Kann aber auch so machen. So... Und dann den hier hin. Oh, nochmal Brain Matter wäre halt nice. Aber ja. Pass auf. Wir machen jetzt hier. Alter, die Mucke, hör mal auf. Übertreib doch mal nicht so. So, wir nicht nur. Ja, wir brauchen 2 More Capacity. Na, das geht ja gar nicht. Leute, 2 More Capacity. 800. Also wir können den Base Damage nochmal erhöhen. Und HP. Ja, das war's mehr oder weniger. Okay, es geht los. Also wir haben schon mal sehr viel Schädel. Sehr viele Surrounding Schädel. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Oh, guck mal, die Masse.
Aber jetzt die Masse weg. Okay, das sieht gut aus. Surrounding-Schädel. Looks good. Jetzt müssen wir nur noch den Boss finden. Wir müssen ja hier quasi jetzt schon anfangen, den zu verprügeln, richtig? Wo ist er? Aua, das war dumm. Leute, wo ist der Boss? Where is he? Guck mal, wie sich das spinnt. Das ist so leicht schief. Warning, jetzt ist er da. Okay, da. Das ist der Boss. Oh, oh ja, also ist schon schwer. Ist der tot? Stirbt er? Das ist ganz schön tight. Das will ich nochmal so sagen. Oh. Oh, what the fuck? Ich komm da durch. Aua. Okay, also wir haben hier... Ich hab ihn getötet! Ich hab den Boss getötet! Flucht! Wir haben gekillt! Ich bin so klug. Ich bin so ein kluger Mensch. Hier, Brain. Leute, Brain. Oh, jetzt aber nicht random sterben. Victory. Guck mal, wir haben einen Bladder bekommen. Link 10 Organs to the Brain. Krass. Also ich find's gut. Für 3 Euro ist das absolut geil. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Alter, wie laut das ist. Tschüss.